Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu F1 2017. Ja, etwas komisch, denn er hat meinen letzten Speicherstand nicht gespeichert und wir sind wieder in Sochi. Folgender Plan. Wir gehen jetzt ganz schnell ins Quali rein und fahren dann ein 5-Runden-Rennen, denn ich will das jetzt nicht noch einmal fahren. Keine Ahnung, warum er das nicht gespeichert hat. Ich weiß es nicht. Gibt es bei euch, hat es bei euch auch schon einen Speicherbug gegeben oder so? Würde mich jetzt interessieren. Wir laden uns noch schnell das Setup. Und danach müssten wir ja diese Oldtimer, oder Oldtimer ist ein bisschen übertrieben, aber die historischen Fahrzeuge wieder fahren können eigentlich. Das können wir dann wunderbar in diesem Bad eigentlich unterbringen. So, dann würde ich sagen, fahren wir das Ganze schnell hier. Ich nehme euch da gleich einmal mit. Ihr seht, ich bin wieder in Sochi. Warum auch immer. So, Moment mal, ich habe zwar die ganzen alten Teile drinnen. Na, ist egal. Sollte ja funktionieren, wenn nicht. Probieren wir es noch mal. Jetzt fahren wir nur 5 Runden. Weiß nicht, ob er das dann hochrechnet. Aber die lassen wir gleich einmal drin. Mal eine Runde, das sollte ja fast klappen. Wenn in Zukunft dann immer im Rennen oder kurz vor dem Schluss vom Rennen so eine Session-Zwischenspeicherung mal extra manuell machen. Vielleicht hilft das ja noch extra. Da noch reinladen können. Im schlimmsten Fall. Ja, ich glaube 8er sind wir worden. Ich habe einfach die Kurve hier verschlafen. Da kriegen wir noch einmal eine neue Chance und auch Vettel bekommt noch eine Chance. Das war dick zu vorsichtig. Mit deiner letzten Rundenzeit bist du auf P5 vorgefahren. 3 Sekunden, what? Moment. Moment. Zettel. Was? 3 Sekunden hinter Hamilton? Was ist denn da los, Freunde? Okay, alles klar. Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Gehen wir nochmal raus und fahren wir im schlimmsten Fall jetzt noch 2 Runden und dann... Navigiere nach oben oder nach unten zur gewünschten Einstellung. Danke, weiß ich. Jetzt haben wir auch den Quali hier mehr Runden fahren als wie im Rennen wahrscheinlich. Da wären wir aber trotzdem.
weniger Runden, desto schneller wird die KI anscheinend. Eins kann man auch schon sagen, McLaren definitiv nächstes Jahr mit Renault-Motoren und Toro Rosso mit Honda-Motoren als Test für Red Bull. Der Test gut verläuft. Na, ich liebe es, jetzt kommen genau jetzt wieder die KIs raus. Ja, ist sehr geil. Das ist ja nicht zu fassen. Das passiert mir jedes Mal fast. Können wir schon, die Runde können wir schon abbrechen. Da können wir noch auf eine Runde fahren. Ja, unfassbar. Das passiert mir jedes Mal, oder? Oft schon. Dass wir genau in der Aufwärmrunde rauskommen da. Also von den anderen. Nico ist 8er, geil. Jetzt nicht überholen. Du brauchst mich jetzt nicht überholen, Freundchen. Kann ich nicht auf den Max schalten oder was? Ich bin verarschen. Das ist der Motor in Arsch. Ja, optimal. Aber geht leider nicht. Ja, so haben wir keine Chance. So haben wir keine Chance, Freunde. Ja, das können wir gleich abschreiben. Das können wir gleich abschreiben. So. Das können wir gleich mal beenden. Mal schauen, ob wir jetzt doch noch die Motoren wechseln können, vielleicht. Und die Komponenten. Oder kommen wir gleich ins Rennen? Jo, 8er waren wir. Beim ersten Mal Sochi. Schauen wir einfach mal. Alles, was besser ist, ist super. Und ja, sonst verlieren wir auch nicht so viele Punkte eigentlich. So. Ja, vorher haben wir ihn wahrscheinlich geschlagen, nehme ich an. Wunderbar. Naja, einerseits jetzt natürlich die Dinge. 4, nein, da können wir nichts machen. Getriebe lassen wir drin. Ja, da müssen wir. Da müssen wir eindeutig was machen. Prozent. Turbolader riskieren wir noch einmal. Den haben wir ja schon abgedatet. Turbolader riskieren wir hier. Perfekt. So probieren wir das, Freunde. So probieren wir das jetzt. Oh, schnell weiter drücken. Jeff hier, kannst du mich hören? Wir starten nicht von der erhofften Position. Du musst heute aggressiv fahren und Druck nach...
Jo, probieren wir es. Von weiter hinten. Gab schon die ersten Berührungen. Fette Mischung verfügbar. Das Problem könnte allerdings wieder auftauchen. Was für ein Problem? Ah, da war gerade Hückenberg, oder? Super, erste Schikane hier. Absolutes Sprintrennen natürlich. Oh, Verstappen 8er, da wurde da ein bisschen abgedrängt, glaube ich. Sollten relativ gleich schnell sein mit dem Verstappen, mit Renault-Motor auch natürlich. Da grätschen wir gleich mal rein. Ja, jetzt werden wir genau 8er hier. In Ordnung, guter Start. Wir stehen ganz gut an. Das glaube ich auch. Fett müssen wir jetzt noch raushauen, sonst wird uns höchstwahrscheinlich Verstappen überholen, wenn wir dann auf Standard fahren. Aber wir müssen trotzdem sparen. Und Paris. Ricardo vor uns. Und Ricardo war hinter einem Williams, anscheinend hinter Massa, glaube ich. Aber jetzt wieder die alten Designs drinnen, weil ich da im Multiplayer Probleme gehabt habe. Leider, leider, leider. Ich weiß nicht, ob das auch was mit dem... Aber ich glaube nicht, dass das mit Speicherstand zu tun hatte, aber... Ich bleibe auf Original. Da hat man dann am wenigsten Probleme, wenigstens. Aber nur die Grafik ändern, hätte man nicht gedacht, dass das im Multiplayer dann solche Probleme verursacht. Ah, jetzt bin ich fett geblieben. Shit. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Ricardo kommt da nicht vorbei an Massa anscheinend. Obwohl er insgesamt wahrscheinlich einen Ticken schneller fahren könnte. Ja, ich will da jetzt auch nicht unbedingt reingrätschen. Thank you.
Zumindest ist Vettel noch wieder ausgefallen, glaube ich. Er könnte jetzt ein Comeback erleben bei uns. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,5 Sekunden. Alle zwei Jungs fahren so grob unser Tempo, glaube ich. Turbolader pfeift aus dem letzten Loch, ja, das habe ich mir gedacht. Den haben wir als einziger nicht gewechselt. Aber da muss er jetzt noch durch. Solange er nicht komplett den Geist jetzt aufgibt in der letzten Runde. Ja, jetzt haben wir den Anschluss verloren. Sollen wir noch einmal den Turbolader hier belasten? So, können wir jetzt hier... Ich will an diesen... Session simulieren kann man auch. Okay. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das vielleicht das schnell gemacht. Wird es dann für mich auch irgendwas simuliert? Ich glaube wahrscheinlich nicht. So, wir machen jetzt aber einen Speicherstand. Sicherheitshalber, falls uns der Turbo um die Ohren fliegt. Nein, das natürlich nicht. Dann sind wir ausgeschieden. Session simulieren, das muss ich mir auch mal anschauen. Aber könnte man fast machen, ja jetzt nicht, aber gespeichert haben wir eh, zwischengespeichert, also von dem her wäre es gar nicht so dramatisch. Ein Turbo. Schauen wir nochmal rankommen hier. Wir sind in der Messzone drin, um eine Sekunde, ich hoffe. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Letzte Heimals. Runde. Ja. Aber wir ticken zu weit weg leider. So, vom Benzin her soll es reichen mit Fettgemisch eigentlich. Der Ricardo kommt am Mercedes-Motor nicht vorbei. Finde ich aber geil, dass es so eingestellt ist auch. Dass sie es so programmiert haben. Dass der ein Ticken schneller ist wahrscheinlich. Auch mit dem DRS kommt er nicht vorbei, Daniel Ricardo. Umgekehrt würde es mich noch interessieren. Ob dann Massa über die Runde nicht dranbleiben kann, und zwar aber zwar auf der Geraden schnell ist. Wenn, dann muss jetzt noch was gehen. Ja, vielleicht hat Ricardo ein bisschen weniger Flügel eingestellt. Das kann durchaus sein, wenn ich den Fick ärgere, der hat auch die AS eingestellt. Das ist natürlich jetzt genau unser Problem hier. Deswegen war er auch so schnell. Quetschen wir es noch schnell vorbei und er bleibt schön auf der Linie, das passt. Überraschungsangriff von Bernie hier, jawohl. Okay, sammel ein wenig Gummi ab und komm rein. Sorry Daniel, aber wir mussten vorbei. Und zwei Plätze besser im Originalrennen. So, hier können wir eigentlich weiter springen, kommen wir da zur Siegerehrung. Immerhin. Kimi, aha, Vettel ist zumindest nicht auf dem Podium. Springen wir noch einmal weiter. Jetzt ist er ja wenigstens Vierter geworden hier. Und nicht ausgefallen. Na Gott sei Dank. Na, vielleicht hat sich das ein bisschen korrigiert. Massa, ja, Verstappen, Perez, Hülkenberg immerhin noch einen Punkt. Ich weiß nicht, wie das andere Ergebnis war. Kann ich es leider nicht sagen.
So, wenn es jetzt wieder kommt mit den historischen, schauen wir da noch kurz vorbei. Ansonsten schon einmal auf jeden Fall sorry für die kleine Panne, aber ja, das war das Spiel. Red Bull, wahrscheinlich haben wir da jetzt so einen Boost von Red Bull bekommen, weil wir da in Ricardo noch überholt haben. Da haben wir einen Megasatz gemacht hier bei Red Bull, sensationell. Ah, Mercedes hat noch nicht so wirklich einen Bock auf uns. Da müssen wir, wenn eine neue Karriere anfangen und bei Mercedes fahren. Sonst schaut es hier nicht gut aus. Aber vielleicht wird es ja interessanter für sie, wenn wir bei Red Bull dann irgendwann nochmal gute Leistungen erbringen. So. Ach so, das habe ich euch, glaube ich, gefragt. Aber ich glaube, da kann ich mich jetzt nicht erinnern, ob wir da irgendeine Info bekommen haben. Aber ich glaube, die sind wir, also von der Klasse her sind wir die eh schon in den Renault das letzte Mal gefahren. Gehen wir jetzt einmal nach Österreich. Und wir müssen irgendeine Uhrzeit schlagen. Schauen wir uns mal die an hier. Schauen wir da mal kurz rein. Ach, hoffentlich. Huiuiui. Mit den F1-Logos. Wie gesagt, schon weltweit gesperrt das Video. So, geh mal weiter hier. Den Ton haben wir ja abgeschalten. So, Time Attack. Ziehen wir das Rennen unter 4.05. Fahre gegen die Uhr und beende die Rundenzahl, ehe die Zeit abläuft. Otto, Strecke Spielberg, 3 Runden. Ach, geil. Versuchen wir es einfach mal. Keine Ahnung, wo ich bremsen soll. Das könnte eng werden in 3 Runden. Das war nix. Und der versuchen wir noch.
dann werde ich es offline probieren, die Zeit zu schlagen. Und wir haben nur einmal kurz hier einen Einblick bekommen. Ausgehen oder wie? Gut, aber theoretisch ist das. Boah. Wäre die Zeit, glaube ich, schon zum Schlagen. Ach so, leider nicht, glaube ich. Ah, das geht sich gerade und gerade nicht aus. Ah, was für ein Pech. Das versuche ich gleich noch einmal. Jo, danke fürs Zuschauen, Freunde. Das war's. Mit den leider kleinen Wiederholungsrennen in Sochi muss man leider machen. Und ich werde gleich das Ganze noch einmal probieren. Danke und wir sehen uns zum nächsten Grand Prix dann wieder. Ciao, ciao.